Hallo, ich bin der Claudio und ich frage mich gerade, wo sind wir? Autotür. Hey, da hängt eine Autotür. Kindersicherung scheint noch zu funktionieren. Aus den Angeln, aus dem Sinn. In der Gruppentherapie haben wir gelernt, am Unfallort nichts zu verändern. Stichwort Unfallrekonstruktion. Oh. Tief und unergründlich. Huhu! Wenn dort unten jemand mit einem Betonklotz an den Füßen ist, will ich es nicht wissen. Oh, hallo. Hast du alles gut überstanden? Ich kann einfach nicht glauben, dass wir einen Unfall gebaut haben. Ist aber so. Ich schätze, sowas passiert einfach, wenn man einen Irren an Steuer setzt. Wo sind die anderen? Der Alumann ist die Böschung hochgeklettert, nachdem er wieder zu sich kam. Murmelte irgendetwas von einer Erleuchtung. Ich möchte, wenn er vorher nicht alle Sicherungen im Kasten hatte, sind sie ihm jetzt ganz durchgeknallt. Den Schlüsselmeister habe ich gar nicht mehr gesehen. Du etwa, Moti? Nope. Fährt das Auto noch? Okay, ich ziehe die Frage zurück. Wollt ihr denn gar nicht weiter? Oh. Sagen wir mal so, es steht nicht ganz oben auf unserer Prioritätenordnung. Dr. Marcells Leute haben ein Stück weiter unten eine Straßensperre eingerichtet. Wenn du klug bist, bleibst du bei uns, bis sie die Suche aufgeben. Hier ist es sowieso viel gemütlicher. Was treibt ihr da? Moti hat eine Art Kartentrick erfunden. Es ist mehr ein System. Ja, ein System. Er versteckt das Herzass nach einem System, das nur er kennt. Und Hoti muss es erraten. Ich bin kurz davor, dahinter zu kommen. Ich glaube, er wäre längst dahinter gekommen, wenn er nicht jedes Mal einen Schlag an der Karosserie bekommen hätte. Immer wenn er die richtige Karte ziehen wollte. Jedes verfluchte Mal. Seltsamer Zufall. Möchtest du es vielleicht auch mal probieren? Okay. Leg los. Wenn du dreimal hintereinander richtig liegst, hast du gewonnen. Gibt es auch einen Preis? Nein. Trotzdem bereit? Ja, was soll's. Zieh eine Karte. Gleich die erste Karte? Sicher? Ja. Die zweite von links? Sicher? Die letzte also? Ja! Ah, die dritte? Gleich die erste? Daneben. Gleich die erste? Daneben. Also da versteckt ihr mal die, okay. Zweite. Richtig. Zwei. Gleich die erste. Okay. 2-1. Dritte. Die letzte. Daneben. Die zweite. Daneben. Gleich die erste. Daneben. Oh. Daneben. Die zweite. Dann. Warum macht er jetzt? Dann. Ich finde gar keiner mehr jetzt. Dann. Die zweite von. Die zweite. Dann kann es ja wirklich nur die äußere sein. Ja. Richtig. Oh. Dann die letzte. Daneben. Die zweite. Daneben. Genug gespielt. Ich muss. Lass dich nicht auf. Bin gerade zu faul zum Spielen. Autowrack. Das wird nie mehr einen Oldtimer-Preis gewinnen. Das glaube ich auch. Kofferraum. Leer, bis auf ein Abschleppseil. Ich nehme das Abschleppseil. Ja klar, sollst du mitnehmen. Ist doch logisch. Geh mal die Böschung hoch. Da haben wir eine Treppe. Da ist der Alumann. Niemand kann den Alumann aus den Armen nehmen.
Was soll mit ihm reden? Hallo Alu, alter Hund. Hast du den Unfall gut überstanden? Nicke, bucke, picke, backe, dicke, dacke, peng. Schön. Hä? Was genau tust du da? Als wir diesen Unfall hatten und ich im hohen Bogen durch die Luft geschleudert wurde, da hatte ich eine Erleuchtung. Schuhe, die mitwachsen. Quatsch. Ich weiß endlich, wie ich mich in ein Energiewesen verwandeln kann. Wir haben alle dafür gebetet. Ich muss mich nur von einem Blitz treffen lassen. Es sieht nicht so aus, als würde es heute noch gewittern. Belästige mich nicht mit Details. Wenn ich erst ein Energiewesen bin, kann ich es gewittern lassen, wann ich will. Ha, also ich muss sagen, der Alu-Mann, der ist ein bisschen bekloppt. Vielleicht ist er jetzt mal ganz mit dem Kopf gegen Asphalt geknallt oder so, naja. Hast du den Schlüsselmeister gesehen? Der tut gut daran, sich nicht blicken zu lassen. Meine buddhistische Gesinnung verbietet mir natürlich jeden Groll. Aber ich glaube, Hoti und Moti sind recht wütend wegen des Unfalls. Ach. Die sahen mir eigentlich ganz versöhnt aus, wie sie da unten in der Limousine hockten. Sie wollen ihm sicher die Zunge rausreißen und die Wirbelsäule brechen. Moti spielt Karten. Und dann biegen sie ihm die Fußnägel nach oben. Und Hoti schmückt eine Zigarette. Und ziehen seine Haut mit einem rostigen Nagel von den Knochen. Gut, dass ich so ausgeglichen bin. Der hat zu viel Horrorfilme geguckt, der Kerl. Eine Straßensperre blockiert den Weg. Ist es wirklich die Sperre, die den Weg blockiert? Ist es nicht vielleicht doch mehr deine Einstellung? Nein, es ist die Straßensperre. Man kann sie sogar von hier aus sehen. Da drüben, das ist sie. Leihst du mir das Antioxidationsmittel? Nein. Ich brauche es, um meine Leitfähigkeit zu steigern. Wenn mich der Blitz getroffen hat, kannst du es haben. Toll, dann würde ich es doch eh bekommen. Meinst du, die Schocktherapie lässt sich wieder umkehren? Interessanter Gedanke. Du meinst, man kann sich durch richtige Vorhersagen elektrisch aufladen? Was? Nein, das meinte ich ganz und gar nicht. Was ich meinte war... Elektrogeneration durch Präkognition. Das deckt sich mit meinen Theorien. Hau ihn bitte mal einer. Das würde bedeuten... dass ich als Energiewesen nicht nur omnipotent wäre, sondern auch omniszent, wenn mich doch nur endlich dieser Blitz treffen würde. Viel Glück noch. Ich gehe jetzt. Mach keinen Unsinn. Ich kann's dir nicht versprechen. Der Mond. Das ist kein Mond. Das ist eine Raumstation. Von außen betrachtet sieht der Schaden gar nicht so groß aus. Das ist eine Bank. Nettes Plätzchen. Oh, entschuldigt, brauchst du das Antioxidationsmittel etwa noch? Ja. Und wann bist du damit fertig? Wenn ich endlich von einem... Ja, kennen wir. Guck mal an. Ich habe hier ein Zehntel eines zehnteiligen Topfsets. Aha. Und weiter? Eigentlich nichts weiter. Na dann. Wuga! Wuga. Bye. Idiot. Vergiss es. Dorthin bringen mich keine 10 Pferde mehr. Oder andere Tiere. Dann ist die Straße, dann ist eine Kirche. Hey, das Blase! Hey, das nehmen wir mit. Nanu, der ist ja festgeschweißt. Oh, ist ja böse. Die Farbe gefällt mir nicht. Der Anzünder fehlt.
Ich krieg den Gang nicht raus. Der Zündschlüssel fehlt. Sind wir ganz schnell raus, weil wir haben gerade die Handbremse gelöst. Er kann doch unmöglich immer noch müssen. Sag mal, pinkelt der da gerade? Widerwärtig, Blase, ey. Ganz ehrlich. Ein Haus mit Zipfelmütze. Das ist eine Kirche. Oh Gott. Uferweg. Vielleicht ist da ja der Schlüsselmeister. Ist es nicht zu kalt zum Schwimmen? Okay, hier ist kein Schlüsselmeister. Gut, gehen wir zurück. Gehen wir nochmal hoch. Irgendwas müssen wir mit Alu machen. Irgendwas. Halt dich fest, Alu. Ich rette dich. Das ist lieb von dir, aber hochgradig unnötig. Was für dich so aussieht, als würde ich sehr, sehr, sehr langsam vom Geländer fallen, ist in Wirklichkeit eine Form der Meditation. Auf diese Weise mache ich Blitze auf mich aufmerksam. Und du fällst runter. Und diese werden mich daraufhin in ein Energiewesen transformieren. Der Plan scheint perfekt. Ja. Guck mal, Alu. Ich habe da einen astreinen Kugelschreiber. Aha. Und weiter? Eigentlich nichts weiter. Na dann. Fuga! Fuga. Hey, hallo, alter Pirat. Hallo, Harvey. Passt du auch gut auf Edna auf? Na klar, Alter. Warte mal. Kannst du etwa verstehen, was er sagt? Naja, nicht immer. Das wäre ja auch ein dicker Hund gewesen. Vor allem, sie fragt Harvey, ne? Guck mal, Harvey. Ein Abschleppseil. Wow, das ist, als hätte man eine Kombination aus Ochsenlederpeitsche und Gummihuhn mit Karabinerhaken. Gehen wir mal wieder runter. Auf die Straße nochmal. Ich will nur mal gucken, ob wir da hinten was machen können. Gehe zur Straße, ja. Ist der wirklich festgeschweißt? Nanu, der ist ja festge... Warte mal, benutzen wir den mal. Ich brauche keine Hilfe. Na, als wenn du Leben retten könntest. Ich habe in Harvard Medizin studiert. Die Farbe gefällt mir. Eine dicke Staubschicht liegt auf den Reflektoren. Gehen wir nochmal in die Fahrerkabine. Das Lenkradschloss ist aktiv. Hey, was ist das? Ist da jemand im Auto? Nicht auf mich aufmerksam machen. Dass er nicht reinkommt, wundert mich. Ich meine, ich habe immer einen Gehub, ne? Hat nichts gebracht. Irgendwas muss ich mit dem Auto machen, das weiß ich jetzt schon. Irgendwas. Warum sehe ich jetzt unten nicht mehr... Hö.
Ich krieg den Gang nicht raus. Wir haben sowieso keine Dings dran, also. Und jemand hatte ich gerade mal im Skype angeschrieben. Muss ich mal gucken. Obwohl, ich muss sowieso jetzt mal schneiden, also bis zum nächsten Mal, ne? Und dann gucken wir mal, wie wir hier weiterkommen. Das ist jetzt wieder ein bisschen, ja, gemeiner. Den Schlüsselmeister noch nicht gefunden. Ja, das Auto steht hier, ne? Dann wollen wir mal gucken, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.